So, liebe Traderinnen und Trader, jetzt sind wir wieder zurück, gleich live mit dem Dirk Hilger hier und den neuen Neuerungen im Stereo Trader. Das ist ja das Add-on, was wir hier auf Tickmill unseren Traderinnen und Tradern auch mit anbieten. Wer das noch nicht kennt oder nicht genau weiß, wo es herholen soll, schauen wir uns gleich mal an. Ich nehme mal kurz die Seite von Tickmill noch mit rüber, das heißt hier auf Tickmill einfach auf die Website mal raufgehen und dann haben wir hier, das ist der Expertenblock, den wir hier momentan sehen. Wir brauchen die Seite von Tickmill und da haben wir hier unsere Werkzeuge und in den Werkzeugen finden Sie den Stereo Trader und die Kunden hier von Tickmill wissen es. Es ist ein tolles Tool, man kann es kostenfrei bekommen, wenn man das Konto entsprechend kapitalisiert und dann zu herausragenden Konditionen bei Tickmill das Ganze auch zu traden. Weil wir jetzt hier neu starten, ist natürlich wichtig, der Risikohinweis, den möchte ich an dieser Stelle auch nennen, der ist in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit möchte ich auch direkt an den Dirk rübergeben. Dirk, bitte, das Wort ist bei dir. Ich mache gleich noch den Bildschirm auf Facebook frei und danach kannst du direkt loslegen. Dirk, ich kann dich gerade nicht hören. Achso, ich habe nur gehört, loslegen und dann habe ich gedacht, ich halte mal noch kurz die Luft an, bevor ich was sage. Okay, guten Morgen Dirk, danke für deine Zeit hier heute Morgen und ja, der Ball ist bei dir. Zeig uns ruhig, was du Tolles im Stereo Trader in der neuen Version auch eingebaut hast. Die Glanzlichter jetzt live vom Dirk. Ja, also einen wunderschönen guten Morgen hier von mir aus Kalifornien, wo immer die Sonne scheint, zumindest in letzter Zeit. Und natürlich hier danke fürs Dabeisein an die Zuschauer und natürlich auch an Mike und an Tickmill hier für die Einladung. Also, ich denke mal, die meisten wissen es ja, oder falls nicht, ich bin ja der Entwickler von der Plattform vom Stereo Trader. Ich muss dich da kurz korrigieren. Ein Add-on, jein, ist der Stereo Trader nicht wirklich, weil klar, er basiert auf dem MetaTrader. Aber Add-on ist immer so ein bisschen verwirrend, weil es ja natürlich Add-ons für den Stereo Trader gibt und deswegen ist es eher so ein bisschen als Interface zu verstehen, der sich quasi über den MetaTrader drüber stülpt. Das nur zum allgemeinen Verständnis. Und was du vorhin über die Märkte gesagt hast, ich habe das hier mal so ein bisschen aufgegriffen auch, in dem, was ich jetzt hier auch gleich erkläre an neuen Funktionen im Stereo Trader 2.5. Alles werde ich nicht erklären können. Es gibt ja auch ein Video bei YouTube dazu, wo alle Funktionen in Kürze erklärt sind und die haben sie gerade vorhin auch schon gesagt, möglicherweise, ich habe heute Morgen Sprachfehler, möglicherweise machen wir da auch ein separates Seminar, da nochmal ein Webinar dazu, zu den Funktionen, dann aber irgendwo am Nachmittag. Und zwar, ich habe jetzt mal kurz den DAO hier aufgegriffen, also was glaube ich auch irgendwie viele nicht wissen, das geht aber eigentlich schon immer oder was heißt vielleicht nicht wissen, aber halt möglicherweise gar nicht so oft nutzen, wie man es eigentlich sollte, gerade im Daytrading. Wir haben ja immer mindestens zwei Richtungen von seitwärts mal abgesehen und das heißt, es spricht auch nichts dagegen, genauso zwei Richtungen zu handeln. Das muss man natürlich im Kopf so ein bisschen zusammenkriegen, das ist nicht immer so ganz einfach, ganz klar, weil wenn man irgendwo eine Vorstellung davon hat, was der Markt halt machen soll, was aber immer ganz schlecht ist, wenn man eine Vorstellung hat, was der Markt soll, weil dann ist man auch sehr voreingenommen von dem, was man da halt irgendwie zu sehen glaubt und macht dann möglicherweise Fehler. Das heißt, man kann genauso gut zwei Strategien gleichzeitig handeln, entweder Short oder Long, beziehungsweise oder zweimal Short oder auch zweimal Long oder eben gegensätzlich. Und das ist im Stereo Trader völlig problemlos machbar. Nämlich hier kann man ja grundsätzlich unverändert mit mehreren Strategien ja auch arbeiten gleichzeitig. Ich habe das hier mal so ein bisschen aufgegriffen, gerade im DAO. Du hast ja gesagt, wir haben halt hier jetzt momentan einen intakten Long-Trend und bin auch hier im Stundenchart jetzt als Beispiel mal auf der linken Seite. Und aber gleichzeitig haben wir hier natürlich einen Widerstandsbereich, der natürlich halt auch das Ganze nach unten drehen könnte, beziehungsweise den Long-Trend hier brechen könnte. Also hier ist der Punkt, den du vorhin ja auch gezeigt hast, Mike. Nämlich hier ist entsprechend dieses
Level, dieses Unterstützungslevel hier im Stundenchart. So, wenn man das jetzt als Beispiel, wie ich jetzt hier im Long-Trend halt verfolgt, und dann kann man natürlich einfach den Stop jetzt in dem Fall halt manuell da halt einfach immer hinterherziehen und entsprechend hier unter das Tief, wenn das halt bricht. Und da gehe ich auch davon aus, dass wir einen Rücksetzer kriegen, der dann halt durchaus hier nochmal 300 Punkte relativ schnell eben auch runterkommen kann. Und den kann man natürlich genauso gut handeln. So, und das heißt, dann würde ich halt hier, obwohl auch jetzt zum Beispiel Longtrend noch intakt ist und ausgehend davon, wir laufen jetzt auch hier noch ein Stück weit oben drüber über die Hochs, dann würde ich den halt hier unverändert halt hier verfolgen. Und aber gleichzeitig würde ich halt hier zum Beispiel anfangen, Short zu gehen. Und da gibt es eine neue Funktion im Stereo Trader, nämlich das Cluster Trading. Und das ist vom Prinzip her, setzt es halt auf dem, was wir vorher schon drin hatten, nämlich das, die strategische Order. Das heißt, ich kann halt hier Tendenzen generell mitnehmen. Tendenzen mitnehmen heißt, ich sage zum Beispiel hier oben, ich mache das jetzt hier mal größer an der Stelle, sage jetzt zum Beispiel hier oben, zum Beispiel ist der Markt eher short, beziehungsweise laufen wir halt in den Widerstandsbereich rein und hier unten eher long. So, der Vorteil davon ist, ich muss nicht irgendwo mich mit Stoppsetzungen und so weiter befassen, sondern kann das halt entsprechend von der ATR zum Beispiel ganz automatisch machen lassen. So, und das heißt, ich habe jetzt hier mal zwei Bereiche eingezeichnet. Sobald wir jetzt da halt reinlaufen, also das heißt, sobald eine, ich kann das hier mal beschleunigen, eine 15-Minuten-Kerze hier oben drin schließt, würde jetzt zum Beispiel halt hier das Cluster-Trading auf Short jetzt halt anspringen. So, jetzt geht schon los. Ich habe jetzt gerade gesagt, wenn eine 15-Minuten-Kerze drin schließt, ich habe das jetzt hier mal kurz beschleunigt, man kann das auch auf Sekundentaktung halt stellen. So, und das heißt, jetzt hier zum Beispiel, ich habe, dazu muss man natürlich mal ein bisschen mit der strategischen Order auch befassen. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Algorithmus ausgewählt, der heißt 5x ATR. Und das heißt, der bemisst also die aktuelle Volatilität und platziert nach dem Algorithmus, der dahinter liegt, entsprechend hier Orders. So, was der aber halt macht, ist, der geht jetzt hier nicht etwa all in an der Stelle short, auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht so aussieht, ist natürlich Quatsch. Und es kann auch zum Beispiel nicht passieren, wenn jetzt zum Beispiel so ein Move kommt, der irgendwie komplett nach oben rennt, ja, dass wir komplett überfahren werden und sofort im Verlust enden. Das wird nicht passieren, weil die ganzen Orders nämlich zum Beispiel verkettet sind. Das heißt, wenn eine halt als Beispiel überrannt wird, wird das ganze Paket mit nach oben geschoben. Und so filtert er sich halt hier immer in diesem Widerstandsbereich und löst auch, das muss ich jetzt hier aber auch mal aktivieren natürlich, löst aber halt auch immer wieder innerhalb der ATR die Positionen auf. So, das heißt, ich muss hier gar nicht irgendwie drauf bauen, so, der Macht schafft jetzt den Ausbruch oder schafft ihn halt auch nicht. Das kann ja auch ein Fake sein, das kann ja mal ein kurzes Antäuschen sein und dann wieder runter. Was ja zum Beispiel auch typisch ist, ist zum Beispiel, wenn halt so ein Markt ausbricht, wenn er ein bisschen zu schnell ist, dass er nochmal auf das Anfangslevel zurückläuft. Und so kann ich mir hier halt diese ganzen Bewegungen, dieses Geschiebe, was ja halt in der Regel immer kommt, dieses Rauf und Runter, das wird halt hier ständig dann halt mitgenommen und eben auch aufgelöst. Ist natürlich kein Garant dafür, dass es halt immer funktioniert, aber die Erfahrung zeigt eben doch, dass es tatsächlich eine sehr kluge Art ist, den Markt zu handeln. Und was ich halt hier im Stereo Trader jetzt machen kann, in der 2.5, man hat es hier gerade gesehen, hier sind plötzlich Orders aufgegangen, die vorher gar nicht da waren. Das liegt daran, weil ich mir hier oben an der Stelle, wo ist denn mein Dreieck hier? Da müsste es sein, ne? Nee, das ist nicht, da ist. So, das liegt eben daran, weil ich mir jetzt hier zum Beispiel für den Tag, habe ich mir jetzt hier definiert, habe jetzt gesagt, okay, hier oben ab der 400 etwa, dort beginnt mein Widerstandsbereich und hier unten drunter, dort ist mein Supportbereich. Also ganz abwegig ist es ja nicht, gerade im Hinblick darauf, dass ja keiner weiß, ob der Markt jetzt hier an der Stelle ausbricht oder eben auch nicht. Und das heißt, hier unten haben wir zum Beispiel den letzten Peak und den letzten Spike. Das heißt, ab hier waren ja auch wiederum Käufer am Start, die auch immerhin diese lange Kerze hier fabriziert haben. Das heißt, da rechne ich dann auch schon damit, wenn wir da reinlaufen, dass dann halt nochmal Widerstand in die andere Richtung geht und eben nicht durchfällt wie so ein Strich halt nach unten. Und das kann man zum Beispiel hier in dem Bereich Cluster Trading kann man das machen. Das heißt, ich kann hier
einfach zum Beispiel Linien hinzufügen, also horizontale, diagonale oder halt auch wie hier ein Rechteck, wie ich das hier gemacht habe. Das heißt einfach nur als Block, ja, oder halt auch ein Kanal und kann dann halt mit diesen Objekten bestimmen, wie zum Beispiel hier ist jetzt aktuell, ist das untere ist ausgewählt. Da kann ich einfach sagen Long, Short oder halt nichts. Ja, jetzt hier für den Bereich. Genauso gut kann ich aber halt wesentlich präziser halt mit Linien zum Beispiel halt auch arbeiten, kann zum Beispiel, angenommen, ich würde jetzt sowas hier definieren, ja, jetzt nur mal als Beispiel, dann könnte ich hier zum Beispiel sagen, pass mal auf, immer oder andersrum, besser gesagt, das macht ja eigentlich mehr Sinn. So, wenn er hier anfangen sollte, sich halt irgendwo nach unten zu hangeln, könnte ich in dem Bereich zum Beispiel sagen, halt hier Long. Ja, das heißt, immer wenn halt die Linie getroffen wird, wird halt ein neues Long-Cluster halt aufgemacht. Ja, das wäre zwar hier eine Abwärtsbewegung, aber eine korrektive Abwärtsbewegung an der Stelle. Ja, deswegen hätte ich die Linie jetzt so herum entsprechend halt auch gezeichnet. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja. Dirk? Aber so kann man sich halt dann relativ bequem eigentlich den Tag vorplanen, ohne dass man die ganze Zeit halt irgendwo daneben sitzt und gucken muss. Man kann dann halt irgendwie seine Bereiche definieren und sei es jetzt halt, wie ich hier in meinem Fall, rein horizontal bzw. vertikal oder halt auch diagonal mit Kanälen und so weiter und so fort. Dann kann man sich das vorzeichnen und kann dann vielleicht alle paar Stunden oder vielleicht auch nur einmal am Tag mal irgendwie drauf gucken und kann das ansonsten dann zum Beispiel halt laufen lassen. Ne? Dirk, wir haben ja eine Frage. Ja, bitte. Und zwar wird gefragt, ob du mal zeigen könntest, wie du diese Long- und Short-Bereiche einblenden lässt. Das heißt, diese Cluster, die du drinnen hast, für Long und Short einfach mal zeigen, wie du die reinbekommst. Ja, also einfach hier, genau wie es jetzt auch gemacht, ich mache die nochmal weg. So, das heißt einfach, ich gehe hier auf das Create, also auf das Rechteck erzeugen, so heißt es in der deutschen Fassung, einfach hier draufklicken. So, und dann schiebe ich mir das hin, wo ich das hinhaben will, oder ich mache das hier einfach mal weg. Ich auch machen, dann sieht man es halt mal deutlich. Das heißt, einfach eingefügt und dann kann ich, schiebe das halt dahin, wo ich es halt haben möchte. Ja, als Beispiel hier an den Tagesbeginn. So, wähle dann halt hier aus Long und dann hier unten auf Apply. Sehr schön. Ja, auf Anwenden. Und dann ist das da. Und so kann man sich halt, wie gesagt, da halt den Tag so ein bisschen vorzeichnen, weil man weiß ja, ja, wo ungefähr halt die Widerstände liegen und die Unterstützungen. Und der Riesenvorteil ist natürlich, außer man hat jetzt so ein Moving wie gestern, ja, wo es halt ja wirklich nach oben explodiert ist, aber wie oft hat man das ja auch schon? Ne? Das ist ja doch eher die Ausnahme, auch wenn wir jetzt hier auch mal zwei Tage ineinander hatten, aber in der Regel, in meisten Fällen, bewegt der Markt sich ja eher seitwärts, spiked man nach unten, spiked man nach oben und schlängelt sich da halt so durch die Landschaft. So eine klare Bewegung wie gestern, die sind eher selten. Und deswegen hat man halt hier auch noch einen ganz wichtigen Vorteil, nämlich wenn der Markt sich jetzt zum Beispiel nicht bewegt, also ne, ich sag mal von wenn wir da schließen, wo wir begonnen haben zum Beispiel mit der Eröffnung, und dann ist es halt eben so, dass man dann trotzdem, egal ob man jetzt Short oder Long war, wird man Geld verdient haben. Das heißt, weil wir halt einfach nochmal das seitwärts einfangen, weil wir nur die Tendenzen mitnehmen und eben dieses permanente Auflösen führt eben dazu, dass wir in der Lage sind, die Seitwärtsmärkte mitzukriegen. Und selbst wenn, und das habe ich halt auch schon mal recht gut zeigen können, da gibt es hier auch übrigens ein Webinar bei Tickmill, das müsste auch online zu sehen sein, also im YouTube-Kanal. Dort habe ich nämlich auch mal das Ganze live vorgeführt, wie das funktioniert mit dieser Art von Order. Und parallel hatte ich irgendwie, das war eine Long, ich dachte, der Markt generell Long, ich weiß aber natürlich nicht genau, wo er halt reagiert. Habe dann halt in einem Fenster eben auch eine Position aufgehabt. Da hat er ein bisschen tiefer gespiked noch und hat mich dort mit einem Stop rausgehauen. Und gleichzeitig hat er mich aber eben auch diese Orderart drin, jetzt noch ohne diesen visuellen Part. Und der hat einfach fleißig Geld verdient. Und zwar genau in der halben Stunde oder Stunde, wo das Webinar halt war. Das war sehr, sehr schön, wo man das halt mal gesehen hat. Ja, dort ist halt permanent Geld verdient worden, weil der immer nur hin und her gewackelt ist, aber immer wieder aufgelöst hat, während der normale Long halt dann kurzerhand in Verlust gelaufen ist. Nur mal zum Beispiel. Und deswegen, und das bestätigt das halt auch, das war natürlich jetzt nur eine Einmalgeschichte, ja, aber es gibt ja auch Statistiken dazu, es gibt auch im Manual, ist halt auch mal einer erklärt, und die aber ganz klar belegt, dass es definitiv die bessere Art und Weise ist,
halt das zu handeln. Das Schöne ist halt, wie gesagt, es ist halt recht bequem, es ist risikoarm und ein netter Nebeneffekt ist eben der, es ist verzeihlich. Ja? Das heißt, selbst wenn der Markt jetzt hier heute steigt, ja, wenn das jetzt nicht irgendwie halt mit so einem Bäm Strich nach oben macht wie gestern, dann werden wir trotzdem hier irgendwie zumindest mal 0 auf 0 da halt irgendwo rauskommen oder sogar mit einem kleinen Gewinn. Ja, das heißt, einfach es ist verzeihlich, wenn ich mal die Richtung irgendwie nicht so ganz genau auf dem Schirm habe. Ich habe auch schon erlebt, irgendwo der Markt 100, über 100 Punkte gegen mich gelaufen. Das war auch ein Live-Trading, schon ein bisschen länger her. Ich war short, habe gar nicht gemerkt, dass der schon 150 Punkte oder wie viel das damals waren, gestiegen ist und war permanent short und habe permanent im Gewinn aufgelöst. Und das gelingt halt mit einer normalen Order ganz klar nicht. Ne? Wie gesagt, es ist nicht der heilige Gral, aber es ist eine Methode, wie man dem Markt durchaus auch mal auf andere, bisschen unkonventionellere Weise begegnen kann. Definitiv ein Thema, wo es sich lohnt, mit auseinanderzusetzen und wo auch CFD ganz klar prädestiniert ist dafür, weil wir hier halt die Positionsgrößen stückeln können, wie wir sie brauchen, was zum Beispiel im Future halt nicht geht. Und Genau. klar, mit den Micro-Futures geht es mittlerweile. Also zum Beispiel jetzt hier für den Dow oder so. Aber im CFD kann ich es wesentlich genauer abstellen. Das macht nämlich diese strategische Order, dieser Algorithmus auch. Das heißt, ich sage dem hier oben, zum Beispiel gebe ich dem halt ein Risiko vor. Das hier war jetzt ein bisschen unglücklich gewählt von der Positionsgröße. Aber wenn ich das zum Beispiel im DAX gemacht hätte, wo ich ja nochmal feiner stückeln kann, und dann rechnet er mir mit dem Risiko, was ich mir hier vorgebe. Wenn ich als Beispiel sage, ich gebe hier 10 Kontrakte, ist mein Maximum. Ja, dann verteilt er das entsprechend und rechnet das halt auch aus, ja, auf den Algorithmus, der zugrunde liegt, verteilt entsprechend das Risiko auf die Gesamtposition. Das heißt, also auch da ist es dann halt so, dass es entsprechend halt mit der Volatilität automatisch halt alles angepasst wird. Und das ist eine nette Geschichte, hier in der Version 2.5 nochmal deutlicher ausgebaut. Und wo ich es fand, das war jetzt gerade ein passendes Thema, deswegen habe ich das jetzt hier mal schnell rausgegriffen. Es gibt natürlich noch zahlreiche Funktionen mehr. Ich werde mal noch zwei, drei, werde ich mal hier kurz noch aufgreifen, damit wir da auch noch ein bisschen anderes Thema halt drin haben. Die, die den Stereotrader schon kennen, die sehen halt hier auf Anhieb, das ist ein bisschen anders angeordnet. Das heißt, wir haben hier eine bisschen weiterentwickelte Break-Even-Safe-Funktion. Das heißt, zum Beispiel wenn ich jetzt halt sage, nach so und so vielen Punkten soll mein Stop als Beispiel auf Break-Even gehen. Das kann ich jetzt unabhängig vom Trail halt hier einstellen. Vorher war das halt gekoppelt. Das ist halt jetzt nicht mehr der Fall. Und dann gibt es halt hier ein neues Panel, das heißt New Order. Hier stelle ich quasi mein Preset ein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, die nächste Order oder generell eine neue Order soll jetzt grundsätzlich zum Beispiel Reverse sein, ja, oder halt CSCO. Das heißt, das sind die Attribute, wo man andere Orders mit löschen kann. Oder halt hier das Limit Pullback oder halt direkt den Trading Stop kann ich mir nicht den Trading Stop, Entschuldigung, die Trading Methode für die Order, weil ich kann ja auch jede Order hier trailen, die kann ich mir halt hier zum Beispiel auch einstellen. Oder hier zwei neue Attribute für Scalping, interessant, Rub and Roll nenne ich hier Dinger, das klingt so ein bisschen nach Musik, heißt ja auch Stereo Trader, kann es ja auch ein bisschen musikalisch sein. Damit habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, beim Scalping halt eine Order so zu definieren, dass die immer wieder von selbst platziert wird. Ja, das heißt, also ich kann hier zum Beispiel sagen, wenn eine Order zu einer Position geführt hat, die im Profit geendet ist und sobald die geschlossen ist, setze sie einfach nochmal. Ja, das heißt also, wenn das hier aktiviert ist, kann es jetzt hier nur ein bisschen schlecht zeigen in dem Trade, aber ich kann ja mal irgendwie auf den DAX rübergehen. Vielleicht funktioniert jetzt ja das ein bisschen besser. Also wenn ich zum Beispiel dann halt sage, hier ROP, das jetzt hat hier, wie gesagt, für die neue Order, ich kann es natürlich auch nachträglich bearbeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh, hier wird gekauft, naja, wenn wir da nochmal hinkommen, so generell, das ist ein Kauflevel. Ja, hier unten, da sage ich halt auch mal, okay, da ist ein Kauflevel. Und das heißt, wenn ich jetzt die Orders hier in dieser Form drin lasse, hier kann ich die natürlich auch nachträglich bearbeiten. So, auch mal angenommen, der wird hier gefillt und läuft nochmal irgendwo hoch und ich schließe den im Profit. Egal wie viel Punkte, das kann ich ja natürlich im Nachhinein noch selber angeben.
Und dann würde die Order immer wieder an die gleiche Stelle setzen. Ich meine, man hat es ja ganz oft. Zum Beispiel hier war ein schönes Beispiel. Aufgesetzt irgendwie und dann hoch. Aufgesetzt, hoch. Ja? Und wenn man hier zum Beispiel so eine Order drin gehabt hat und jetzt heute nochmal in dem Bereich, jetzt einfach, und dann hatte man da halt einfach 1, 2, 3 mal, 4 mal entsprechend halt, ohne dass man das neu platzieren musste, hat man dort halt entsprechend dann auch einen Gewinn mitgenommen. Automatisiert dann halt, ne? Weil wie gesagt, die Order setzt sich von selber wieder. Das kann ich jetzt hier nur, wie gesagt, schlecht zeigen, weil wir hier, dazu bräuchte ich hier ein bisschen andere Bewegung, natürlich auch mehr Zeit, um das halt nochmal genau zu demonstrieren. So, was haben wir noch? Ja, also wie gesagt, jetzt hier im Schnellverfahren, aber man kann sich ja auch das Video angucken, ein bisschen zurückspulen. Hier ist halt, hat sich ein bisschen was geändert. Entsprechend halt hier in den ganzen Indikationen, da ist so ein bisschen was dazugekommen eben auch. Und aber hauptsächlich erstmal aufgeräumt, die ganze Geschichte hier. Die Navigation sieht ein bisschen anders aus, aber im Wesentlichen eben halt das, was halt vorher da auch war, mit einer kleinen Änderung, was der Mike ja auch jeden Tag eigentlich zeigt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier eine Linie zeichne, wie man sieht, dann ist die halt sofort beschriftet. Ja, die Beschriftung läuft halt natürlich auch mit in dieser, bei dieser Linie. Man kann es auch, wenn ich sage, nee, ich will das rechts haben, kann ich es auch rechts hin platzieren, bleibt da auch stehen und wird natürlich auch alles mit gespeichert. So, sowas kann ich halt zum Beispiel machen, das in dem Bereich Advanced Charting. Ich kann auch verkürzte Linien, ich muss jetzt hier mal kurz mal umstellen, sowas kann ich zum Beispiel machen, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel die Alt-Taste gedrückt halte, hoppla, und dann setzt er mir die automatisch dann halt hier parallel das Level. Wie gesagt, bei gedrückter Alt-Taste halt. Ne? Und auch hier, ja, kann ich das entsprechend verschieben, das Label, und habe halt so eine schicke Möglichkeit, mich im Chart halt ein bisschen besser zu sortieren und beziehungsweise da halt irgendwie geordnet zu arbeiten. Was man halt auch machen kann, ist dann halt zum Beispiel halt hier unverändert Benutzerobjekte ausblenden oder halt auch zum Beispiel kann ich hier alle selektieren, alle deselektieren. Ich kann die Labels nachträglich erzeugen, die er halt hier mit drin hat und so weiter und so fort. Bei der Statistik gibt es noch eine kleine Änderung. Ja, die ist jetzt, sieht auch ein bisschen anders aus. Ich habe halt hier einmal den Average an der Stelle, also den Durchschnitt über meine Trades kriege ich hier angezeigt, genauso, aber eben halt auch als einzelne Trades, wie man es hier sieht. Nicht so gut gelaufen hier im DAX, aber waren auch nur kleine Positionen. Da sieht der Dow, der gerade auf der anderen Seite läuft, ein bisschen besser aus und reißt das auch locker raus. Ne? Aber hier nur zur Darstellung, wie das halt entsprechend halt aussieht. Dirk, kurze Einklinkung meinerseits. Wir haben zwei Fragen, die wir hier oder die ich gerne einfach mal an dich weiterrichten möchte. Das eine geht um das Thema Limit Order und zwar ist ja die Frage, ich lese das einfach mal so, wie es hier steht, vor. Geht es, eine Limit-Order zu platzieren, die anfängt zu trailen, nachdem der Preis den Limit erreicht hat? Als Info wurde noch dazu gegeben, TA-Trail zum Beispiel. Muss ich jetzt selber überlegen. Nee, glaube ich, geht nicht in der Form. Müsste man separat programmieren. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich glaube, es geht tatsächlich nicht in der Form. Generell, was ja halt nur geht, ist halt die Limit Pullback. Das ist ja sowas Ähnliches. Ja. Und da kann ich natürlich den Abstand ja einstellen. Aber halt ansonsten tatsächlich dann glaube ich nicht. Nee. Und die zweite Frage lese ich auch mal vor. Und zwar, gibt es das BB Box erst in der Beta-Version im MT5? Reguläre Version, erfindet es nicht, um die Order entsprechend reinzubauen, steht bei mir unter den Add-ons Beta. Das ist noch eine weitere Frage, die wir hier bekommen haben. Wie heißt das Add-on? Und zwar das BB-Box heißt das Add-on. Ach so, nee. Nee. Das ist, das B-Box ist ein Add-on vom Heiko Behrendt. Ja. Das ist bis dato noch immer nicht freigegeben. Also das gibt es in der Form noch nicht. Okay.
Gut, weitere Fragen haben wir erstmal nicht. Wir haben noch 3 Minuten, also wenn du noch etwas hast zum Zeigen, bitte gerne. Ich schalte den Ton wieder aus. Ja, genau. Also ich könnte halt hier, wie gesagt, jetzt noch ganz locker noch eine Stunde füllen, aber das mache ich jetzt mal nicht, weil das führt dann halt doch zu weit. Aber das waren jetzt halt so die wesentlichen Geschichten, die ich hier zeigen wollte und die auch jetzt eben ganz gut zum Markt halt passen. Hier sieht man es ja übrigens gerade auch schon schön, ne? So, das heißt, obwohl ich halt jetzt hier Short bin und der Markt nach oben ausbricht, keine Ahnung, ob wir das ist halt hier noch die Auflösung sehen, vermutlich aber nicht, aber man sieht, der Average sich halt hier ein. Und zwar jetzt auch nicht irgendwo, das ist nicht irgendwie stumpfsinniges Verbilligen, sondern das ist halt Averaging und basiert eben entsprechend auf der ATR. Das heißt, ich bin hier immer auch so platziert, dass es halt eben zur Volatilität halt passt, ne? Und hier sieht man das ja halt auch, was ich vorhin auch meinte mit Verzeihen. Obwohl ich halt jetzt hier irgendwie ja gesagt habe, okay, das ist mein Widerstandsbereich. Und so kann ich jetzt auch zum Beispiel sagen, oh, geht vielleicht doch nicht. Und ach, ich löse erstmal auf. Und ne, das heißt, ich habe hier wesentlich mehr Spielraum als im normalen Trading. Und das zeigt es hier auch gerade ganz nett. Das ist auch kein Zufall, warum der jetzt hier genau an der Stelle uns jetzt hier nochmal die Möglichkeit gibt, das Ganze halt im Plus oder halt eben mit einem kleinen Minus zu beenden. Das ist kein Zufall. Das liegt einfach daran, weil das Ganze natürlich, wie gesagt, bemessen ist, automatisch bemessen auf dem, was halt eben davor passiert ist. Und das pendelt sich halt auch immer zum Markt halt ein. Ja, und ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass wir jetzt halt mal eben so plopp, plopp, plopp da oben hinlaufen und dann tschack im Verlust da oben enden. Glaube ich auch nicht dran. Ne? Und weil das ist halt, also wie gesagt, gestern wäre es tatsächlich ja so gewesen, aber das hat ja wirklich massiven Seltenheitswert. Ne? Also, und selbst da wäre mein Risiko auch nicht größer gewesen, wie jetzt halt zum Beispiel, wie wenn ich das halt mit einem normalen Trade gemacht hätte. Im Gegenteil, das Risiko ist bei dieser Form tatsächlich kleiner. Man muss halt einfach nur dranbleiben und muss sich natürlich mit dem Thema auch mal befassen, bevor man das natürlich auf dem Live-Konto halt einsetzt. Ja, nee, wie gesagt, also von meiner Seite, ich glaube, das macht jetzt nicht so viel Sinn, hier alles auf alles im Detail einzugehen. Ich kann das ganze Setup jetzt noch irgendwie durchspulen, aber ich würde sagen, das lassen wir lieber mal an der Stelle und gucken, dass wir das irgendwie separat dann halt irgendwo im eigenen Webinar dann halt nochmal machen. Danke an dieser Stelle für deine Zeit heute Morgen. War für mich auch sehr, sehr kurzweilig. Ich hoffe, für unsere vielen Zuschauerinnen und Zuschauer hier an dieser Stelle auch, wie der Dirk das auch angekündigt hat. Wir planen hier bei Tickmill auch mal ein längeres Webinar, um intensiver reinzugehen. Hier das Ganze dann auch zu einer anderen Zeit zeichnen wir natürlich auch immer wieder auf. Das heißt an dieser Stelle, ja, wir kriegen hier noch den Hinweis, die Cluster löschen, nicht, dass da irgendwas noch drinnen bleibt. Danke für die Zeit an all unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Dirk, dir auch vielen Dank für deine Zeit hier am Freitagmorgen. Allen ein schönes Wochenende. Hier an dieser Stelle gleich auch noch der Hinweis: Montag geht es weiter mit der Live-Besprechung neuer Handelsideen. Und das Ganze an dieser Stelle würde ich sagen: Danke, gutes Wochenende, gute Trades und bis nächste Woche dann. Tschüss. Und Dirk, die letzten Worte gehören dir. Oh, das ist ja nett. Die gebe ich sonst auch immer weiter, dann habe ich sie heute mal. Nein, ich bedanke mich natürlich auch ganz herzlich hier fürs Dabeisein. Wünsche euch erfolgreiche Trades, in welche Richtung auch immer der Markt das heute macht. Ich bin selber sehr gespannt. Freue mich einfach aufs nächste Mal. Wünsche euch was. Bis dahin. Dankeschön. Gerne. Tschüss.